Was essen eigentlich lebende Geister? Was essen eigentlich lebende Geister? Entschuldigung, ich war im Moment nicht aufmerksam, glaube ich. Ne? Ja. Gar nichts. Wir brauchen nichts zu essen. Die wollen mich nicht mehr. Die im Wachsfigurenkabinett. Glaub ich nicht dran, denen fehlt der Glaube. Nee, weil ich, ein ganz anderer Grund, weil ich nachts mich so viel bewege, wenn ich schlafe. Und dann ist das unglaubwürdig, ne? Da sind ja keine Wachsfiguren, die sind ja echt. Ist dem Hitler jetzt, als der Kopf abgerissen wurde, der echte Kopf aus dem Film Der Untergang, ja, abgerissen worden? Also, da muss ich sagen, ich stehe in England im Wachsfigurenkabinett. So, und da ist der schon ganz lange, ja, sitzt ja, da auch ein paar Häuser weiter. Ja. Nicht auf Tuchfüllung, aber er sitzt also hinter noch Wand. Ja. Davor sitzt noch irgendwie Tom Cruise. Und da muss ich sagen, Cäsar, Julius Cäsar. Soll ich übrigens schöne Grüße von bestellen. Voll durchblutet. Ja, ja, ja. 23 Wunden. Ja. Die sind. Das ist schon schrecklich. Ich kann mal ein Geheimnis verraten. Ja. Der tut mir ja nach wie vor leid. Also die in England, in dem Originalmuseum, wo ich auch stehe. Ich stehe ja in Berlin nicht, sonst wäre ich ja dabei gewesen. Aber ich stehe ja leider nicht in Berlin. Ich stehe in England. Dann ist das einzige originale Wachsfigurenkabinett mit lebenden Personen. Kannst du auch so den Bauch aufmachen bei den Wachsfiguren? Kannst du alles machen, ja. Genau, ja. Wenn du da einen Bauch aufmachst, dann siehst du dann so, bup, 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 das Herz. Alles echt. Ja. Alles echt. Ja. Weil die sind so lebensnah, sagen die Leute immer, wenn die wüssten, dass die echt sind, dann wäre das ja keine Kunst. Dann würde da keiner hingehen. Wie würde man das eigentlich bezeichnen? Ja, also Unterhaltung ist das doch nicht. Ein Besuch des Wachsfigurenkabinetts, das ist doch im Grunde Erschütterung. Nee, das ist schon Entertainment. Entertainment. Ja, ja. Entertainment. Ja. Schon Unterhaltung, Entertainment. Ja, 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 doch. Ja. Doch, doch. Ja. Ja. Doch. Also denke ich. Ja. Unterhaltung muss sein. Ja. Aber meine Meinung ist, dass auch langweilig ist. Das ist so langweilig. Ja. Also, das ist die Kehrseite der Medaille. Die haben sich was ausgedacht. Wachsfigur darf sich ja nicht bewegen, sonst fällt das ja auf. Ja. Jetzt gehen die Leute da rein, langweilen sich. Aber wenn, wie gesagt, der Anziehungsprozess eben ist der, dass die Leute hingehen, weil die Figuren aus Wachs sind, weil die denken, die wären so toll nachgemacht. Lebensecht. Ja, das wäre eine Kunst. Ja. Und da ist jetzt das Geheimnis und die Steigerung, ja, dass da ein wirklicher, ja, dazwischen ist, der könnte auch mal mit dem Augen klappern. Ja? Nicht? Hm. Das wäre sehr unheimlich. Ja. Ja. Naja, aber wir sind alle keine Zwinkerer. Nein. Weil sonst wird zum Beispiel nämlich auch Mario Adorf im Wachsfigurenkabinett sein, aber der zwinkert mit den Augen. Deswegen schaltet der aus. Die meisten Menschen zwinkern mit den Augen. Ja. Du hast gerade auch gezwinkert, ich habe es gesehen. Genau, ja. Und das ist die größte Kunst, dass man ohne zu zwinkern wie aus Wachs dasteht und doch lebendig ist. Genau. Was passiert mit denen im jüngsten Gericht? Denen, die nicht sterben können? Ja, die landen dann im Wachsfigurenkabinett. Beim jüngsten Gericht? Auch, ja, da gibt es ja auch so was. Oder manche landen als Döner. Was ist denn der Leitspruch, ja, oder der Leitvers von Roland von Stendal? Das gehört jetzt hier gar nicht hin. Nein. Nein. Immer derselbe. Der Semper Leitspruch? Idem. Semper idem. Semper idem. Nicht zweimal dasselbe, aber selber dasselbe.